Einmal Bruno. Okay. Herzlichen Glückwunsch noch zu deinem Weltrekord beim Ironman in Kärnten. Wie war das für dich, das Gefühl, dass Andi Rellert gleich eine Woche später das Ganze nochmal getoppt hat? Also eigentlich jetzt denke ich, es war eine gute Sache. Weil nach das Rennen, das hat mir so ein super Gefühl gegeben, so ein bisschen untouchable. Und das ist nicht das gute Gefühl, das du haben willst, wenn du hierher kommst. Weil hier wird es wehtun und sind alle gut. Und dann ist es vielleicht besser, dass man sich bewusst ist, okay, da gibt es noch schnellere Jungs. Und für mich war es so ein bisschen okay. Ich habe eine Woche alle Bonus damit gehabt, mit Media, alles da herum. Es war fantastisch. Und dann eine Woche später, okay, zurück mit den Füßen auf den Grund. Mhm. Und ja, jetzt geht es wieder weiter von Zero. Okay. Denkst du, dass bei den Männern das jetzt so ein bisschen ins Rollen gekommen ist, das Ganze, dass jetzt immer mehr die Rekorde putzen werden, so ein bisschen wie bei den Frauen, dass es immer noch mal einen Schritt weitergeht oder eher weniger? Nein, ich glaube, dies war dann doch ein ziemlich großer Schritt wieder vorwärts. Und also für mich persönlich, also ich habe nicht wirklich noch Lust, es nochmal zu versuchen. Es war schön. Ich war einmal der schnellste Mann auf der Welt und das reicht für mich. Und ob da Jungs sind, die noch schneller können, vielleicht. Also muss man abwarten. Aber von Bedingungen aus war das Rennen für mich perfekt. Und auch also persönlich war ein ganz starkes Rennen. Also das ist alles. Oder so viele Sachen zusammengekommen auf diesen einen Tag für mich, dass es schwer ist, all diese Sachen nochmal zusammenzubringen. Und deswegen glaube ich, dass die Rekorde vielleicht einzige Jahr stehen. Wie sah die Zeit jetzt zwischen Kärnten und Hawaii bei dir aus? Hast du nochmal viele Wettkämpfe gemacht oder hast du bewusst rausgenommen? Also eigentlich gar nichts mehr gemacht. Nur noch der Weltmeisterschaften für Militär. Also das war Olympiadistanz, aber das war in der Mitte von meinen Holidays. Okay. ich habe einen Monat Ruhe genommen nach Klagenfurt und nur trainiert, weil ich da Lust zu hatte. Und dann nach einem Monat sind wir wieder angefangen mit dem Training. Bis jetzt noch keine Wettkampf. Du warst letztes Jahr hier Dritte auf der Insel. Es war schon ein ziemlich gutes Rennen. Ja. Denkst du, dass du das vielleicht noch mal toppen kannst? Und wenn ja, was könnte der Schlüssel dafür sein? Tja, ich glaube, die Idee ist sicher da, das noch mal besser zu machen. Sonst soll ich nicht hierher kommen. Aber ja, der Schlüssel, ich glaube, ich bin ein bisschen stärker. Es kann schneller gehen, aber die anderen Jungs haben bestimmt auch die gleiche Idee. Und, es wird davon abhängen, wer den größten Schritt vorwärts gemacht hat. Und, ja, wir müssen, also jetzt ist Mittwoch, also noch 2-3 Tage warten und dann sehen, was passiert davon. Wie sieht deine Zukunft aus? A, sportlich, also wie lange wirst du im Triathlon-Sport noch erhalten bleiben? Und auch B, Commerzbank-Team löst sich auf. Gibt es da schon konkrete Ansätze, wie es bei dir nächstes Jahr weitergeht? Also persönlich werde ich gerne noch einige Jahre weitermachen. Also sicher 3-4 Jahre, wenn der Körper zusammenbleibt. Vielleicht 5, also muss man sehen. Solange es Spaß macht, mache ich weiter. Und also Team- und Sponsor-wise, Commerzbank ist nicht mehr dabei nächstes Jahr, das ist sicher. Da gibt es schon einzige Kontakte, da werden noch Kontakte gemacht. Da wird schon etwas kommuniziert werden am Sonntag oder vielleicht Montag nach das Rennen. Und ja, die anderen Sachen müssen wir dann mal sehen. Und, ein gutes Rennen auf Samstag wird eine gute Hilfe für diese Sache. Okay, dann wünschen wir dir ein möglichst gutes Rennen und vielen Dank fürs Interview. Danke.